euch heute im Namen der Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Asbach für diesen Mut und für dieses Engagement recht herzlich danken. Somit können wir nun den Ostermarkt eröffnen. Die Sonne scheint auf dem ersten Ostermarkt. Wir haben sehr viele Feste, aber Ostermärkte haben wir in der Form noch nicht. Und deswegen war ich sehr froh, dass das einen Startschuss hier gegeben hat. Und ich habe es ja gerade schon erwähnt, das Wetter spielt mit, die Stände sind toll und die Besucher werden kommen. Und dann bin ich ja ganz fest überzeugt, dass wir uns regelmäßig jedes Jahr zu einer neuen Veranstaltung in Neustadt treffen. Ja, also ich bin Harald Zimmermann und leite in Niederetscheid eine Gärtnerei und Baumschule mit einer relativ großen Kinderabteilung seit dem Jahr 2016. Bei uns können die Kinder basteln rund um Garten und Natur, Kindergeburtstage feiern und auch im Tippi und im Heuhotel übernachten. Also ich finde das super klasse und deshalb möchte ich das Ganze auch unterstützen und möchte mir das Ganze auch mal aus der Nähe angucken. Und wir kennen uns ja schon sehr lange, aber ich denke, jetzt wird eine neue große Freundschaft entstehen. Antje und der Fritz Holzschuh, die haben eine super Idee gehabt mit dem Ostermarkt hier, wo ich auch direkt gesagt habe, mach mal mit. So Sachen müssen weiter gefördert werden, gerade hier in einem kleinen Dorf, in Neustadt oder generell, da fehlen so Sachen. Die Möhnen gehören also zu dem Karnevalsverein von Neustadt. Und die sind dieses Jahr für den Kuchen verantwortlich. Es wäre schön, wenn viele auch was kaufen würden und das für einen guten Zweck spenden könnten. Prima. Und auch hier die Leute, die hier alle sind. Rote Kreuz, Feuerwehr, Möhnen, Funkengarde, alle, die hier sind. Ist toll. Also der Fritz mich anrief und sagt, wir machen den Ostermarkt. War ich direkt mit Feuer und Flamme dabei. Finde das richtig gut. Und wenn ihr das wiederholt, ist das auch gut, das kann eine feste Institution werden. Auch das stärkt wieder die Region und ist eine Attraktion für Neustadt. Ich bin froh, dass Sie hier diesen ersten Ostermarkt veranstalten. Dafür darf ich Ihnen allen recht herzlich Danke sagen. Hier sind zwei Rote zusammen, der Rote Rewe und die Rote Feuerwehr. Also bei den Flutopfern zum Beispiel war das so, da hat der Rewe auch Spenden gesammelt und wir auch zum Beispiel. Und auch bei manchen Organisationen, zum Beispiel bei dem Krieg in Ukraine, da hilft halt auch der Rewe und die das Deutsche Rote Kreuz. Wir sind sehr zufrieden nach langer Planung und jetzt die Umsetzung ist uns voll gelungen. Das Wetter hat mitgespielt, das konnte gar nicht besser sein.